Hallo, ich wollte euch ganz schnell ein kleines Craft-Update hochladen oder filmen. Wir sind heute Abend auf den Geburtstag eingeladen und da habe ich schnell ein paar Kleinigkeiten gebastelt. Zum einen diese Karte hier aus Resten von meinem Halloween-Papier. Die ist auch ganz schlicht gehalten. Das sind Männer, die feiern. We are on your birthday. Finde ich ganz cool. Die ist auch von innen ganz schlicht, also leer, da ist nichts. Finde ich für einen Mann okay. Kein Bling, nix. Die Stempel sind jetzt auch nicht koloriert, die sind einfach nur aufgestempelt und ausgeschnitten. Finde ich auch ganz schön. Und dann habe ich dieses hier gebastelt. Das finde ich so niedlich. Das ist so eine Banderole, die kann man abziehen. Dann kann man das Tütchen öffnen. Also da mache ich noch Süßigkeiten rein. Das habe ich bei einer, ich glaube, bei einer amerikanischen YouTuberin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich verlinke euch ihr Tutorial auf jeden Fall in der Infobox. Das ist zwar in Englisch, aber das ist so Schritt für Schritt gezeigt. Das müsste eigentlich jeder nachmachen können. Die Nase ist ein bisschen beglitzert. Ich finde das so niedlich. Die Tüte ist aus dem DM. Da gibt es diese Papiertütchen. Und das ist auch wirklich niedlich. Die Augen habe ich mit einer Kreisstanze ausgestanzt. Das Kleine, da habe ich mir eine Stiftkappe genommen, weil so einen kleinen Kreisstanzer habe ich nicht. Und habe mir dann den Stift umrandet und mit der Hand ausgeschnitten. Also das könnte man ja mit den großen auch machen. Und ansonsten ist hier alles einfach nur drauf gemalt. Ich habe es ganz schnell zusammengekriegt und finde es halt wirklich niedlich. Das wollte ich euch nur schnell zeigen. Ist ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht, aber ich verlinke euch auf jeden Fall das Tutorial. Vielleicht macht ihr das ja auch. Vielleicht klingeln ja bei euch Kinder an Halloween und ihr füllt ihn ein bisschen mit Süßigkeiten. Fände ich eine süße Idee. Wir sind Halloween wahrscheinlich nicht zu Hause. Sonst würde ich das nämlich auch machen. Ich hoffe, euch gefallen die beiden Sachen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!